Wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Feed the Beast Infinity Evolved. Und heute sind wir auch nicht alleine, sondern der Bosch und der Sora teilweise noch da. Hallo. Herzlich willkommen. So, wir haben einen Mitspieler weniger. Und zwar den Lex Diamond. Hier, also ich habe mehr oder weniger gesagt, hier, es geht leider nicht. Wir kommen einfach so persönlich nicht miteinander klar. Dosh ist dann mitgezogen. Wir sind jetzt hier wieder auf unserem Intrato-Server. War eine schöne Zeit, aber es hat eben nicht so sollen sein. Mhm. Jo, gut. Wobei so, man jetzt aber. Bitte? Ja. Ich werde aber nochmal ganz kurz sagen, bevor man jetzt sagt, die Entscheidung ging nicht von Klaus aus, die ging von uns allen aus. Also die war einstimmig. Das wollte ich nur ganz kurz einhaken. Nicht, dass jetzt noch einer denkt, dass die Entscheidung einstimmig von dir kam. Gut. Gut. Hält mir das mal ab. So, ich habe mich mit einem Mod auseinandergesetzt und zwar RF Tools. Und ich häng schon die ganze Zeit einen Dosch in die Ohren mit RF. Ja, da gibt's doch was von der Ratio Farm, ne? Ja, genau. So, RF Tools. RF Tools, wo haben wir denn denn. So, ach da oben. Ich zeige mal ganz kurz bei mir die Ergebnisse der Mob Farm. Jetzt sind 4 Tage vergangen. Sprich ruhig weiter. Ich gehe ganz kurz über die Case drüber. Achso, okay, gut. Ja. Und zwar, bist du fertig? Ja, mach weiter. Mhm. Würde ich gerne einen Teleporter bauen. Dafür brauchen wir den Meta Transmitter und den Meta Receiver. Also einmal weg und einmal her teleportieren. Dann gibt es noch einen Simple Dialer, Destination Analyzer, Meta Booster. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu. Und ich glaube, das müsste es gewesen sein. Dann gibt es aber noch hier den Charge Porter. Gut, Alter, wenn was du ist das denn? Wenn du dich dann mit Teleportierung prügelst, ich mach mir dann mal eine neue Rüstung, weil meine ist ein bisschen sehr extrem abgenudelt oder man kann schon sagen, sie existiert nicht mehr, nur durch die Schuhe. Gut, dann probiere ich mal für uns alle sowas zu machen. Wobei, Sora, ich glaube, du hast noch keine Energiequelle, gell? Also zurzeit habe ich noch die Capacitors vom Kevin, das sind jetzt knapp 16.000 RS. Ja, nee, das zieht dauerhaft. Das würde dir nicht lange Freude machen. Ich bereite es trotzdem mal vor. Ja, so werde ich dann mal, also für die Zuschauer kurz, ich tue jetzt nicht aufnehmen, das liegt einfach daran, dass mein PC kaputt ist. Ich aber einen zweiten habe, zum Glück. Und also ich tue jetzt einfach so meine Base hier aufbauen und sobald mein PC repariert ist, in 2 bis 3 Tagen nehme ich dann auch auf. Ja, so schön. Ja, super. Wo kommt jetzt dieser Baum her? Wo kommt der Baum her? Fragen über Fragen. Okay, nochmal ganz kurz für die Zuschauer. Sollte ich gerade irgendwie angeschlagen klingen? Naja. Das ist Karnevalszeit. Und ich glaube, ich war die letzten 3 Tage dauerhaft ein bisschen über den Sturz trinken, nenne ich es mal. Und ich habe dementsprechend gerade so ein bisschen sehr gute Laune. Okay. 1, 2, 3. Hätten wir die mal und dann. Die sind gerade genau andersrum. Ja, sehr schön. Ich habe einen Wyvern-Helm. Ja, cool. Das ist, glaube ich, ja das teuerste. Nicht das teuerste so an. Oder? Ich bin mir echt nicht sicher, ob das das teuerste ist. Also ich habe gerade schon 2 Nether Stars verballert. Uiui. So, 3 Meta Receiver, 3 Meta Transmitter. Ich habe, glaube ich, 3 Stück noch. Was? Also Nether Stars? Nee, das kommt. Davon habe ich schon ein paar auf Vorrat. Die Weiß, das ist das hier. Achso, hier brauchen wir den. Oh, nee, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 2 da rein, dann brauche ich nochmal. Oh, das wird knapp, glaube ich. Destination Analyzer nicht. Wo ist er denn? Dialing Device. Ah, ja doch, hier. Ja doch, passt doch. Was will ich denn? So, und dann. 1, 2, 3. So, und nu. Warte mal, Dialing. Alter, ich suche das jedes Mal. So, hier. Redstone und Redstone Torches. Ich bin echt mal gespannt, was du dir da zusammenbastelst. Ich mir? Ja. Warum? Ja. Ja, RF-Tools kenne ich echt so noch gar nicht. Bin ich echt mal gespannt. Achso, okay.
Ja, kannst du mal. Kann sein. So, Dialing Device, 3 Stück. With the dialing. Hallo, Maus? Danke. With the dialing device, you can dial up any nearby meta transmitter to any meta receiver in the Minecraft universe. This requires power if a destination analyzer is at. That's okay. To this block, you will also be able to check if the destination has enough power to be safe. Jo. Heißt, wenn. High resistance. Ui, ja. Was ist denn? Craft a river chestplate. Hm. Ja. Schon ordentlich, ja, hier. Mhm. Ich glaube, die anderen Erfolge hatte ich nicht bekommen, weil ich die auf meinem ehemaligen Server schon bekommen hatte. Aha. Ich weiß auch nicht, wieso. Oh, so. Jetzt probieren wir es doch erstmal bei mir aus. Okay. Dialing Device. Ich habe mir jetzt hier mittlerweile ein bisschen Strom reingelegt. Alter. Was ist denn los? Alles okay? Ich glaube nicht. Ihr kennt mich doch nicht. Alter. Mit mir ist doch nie was okay. Das stimmt. Oh, das machen wir dann. Machen wir das hier. Oh nein, 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 das sehe ich nicht. Nein, das ist hier am geschicktesten. Ich weiß es nicht. Ich. Erstmal so. Okay, oh Mann, eh. Nee, Frau? Nee, auch nicht. Nein! Mir gefallen. Ihr wollt mich doch. Kommt da gleich drauf. Keine Sorge. Entschuldigung. Ja, danke. Bitte. Ja. Üben. Oh. Ah, ich hab's ihn gefunden. Ich brauch Keenstone. Ist mir alles runtergefallen hier, Mensch. Nein? Ich wusste, dass ich das noch nicht abbauen sollte von Bibiocraft. Oh, du. Ah, da hast du. Okay. Da hast du ihn. Hä? Ich merke schon, das ist wieder eine super Folge vom Commentary. Hä? Ja, ja, ja. Definitiv. Was ist das? Jetzt will nur noch, dass wir die Folge wieder beenden. Schön gekonnten. Tschüss. Oh gut, so, jetzt haben wir es doch. Ja, die Folge müsste jetzt eigentlich auch schon draußen sein. Mhm, bestimmt. Einen davon und einen davon. Ich glaube, der braucht auch Energie, ne? Kann sein. Du erstmal, dann du. Use Bonus, Reduce Power Consumption. Okay. So. Jetzt kann ich hier sagen, Street Digger. Oh. Public Height. So, Public. Ne, Public. Du hast jetzt immer noch den Namen? Okay, und du auch. Street. Ey. Street Digger 2. Heute habe ich den und den. Und jetzt, wenn ich jetzt hier reingehe und dann kann ich dann sagen, Dial. Was? Dialing Device Power Low. Ah, du brauchst also. Okay, gut, du brauchst also doch Energie. Hättest du mir ja auch vorher sagen können, ne? Wollt ihr nicht mal rauslachen? Nee. Echt nicht, von dir hätte ich was anderes erwartet. Warum? Ich habe gerade vergessen, wie das nochmal ging mit dem Bibiocraft, mit dem Bücherklon. Aha. Ich habe das keine Ahnung, wie oft jetzt schon gemacht. Ich lese jetzt mal gerade ganz kurz durch im Internet. Dialing, okay. So. Wann bin ich da? Geil. Das ist echt geil. So, Interrupt. Gut, ich komme jetzt mal zum Dosh, wenn ich gepennt habe. Jo, lass ja ruhig ein bisschen Zeit zu hier googeln. Achso, ja, hier ein Alpha-Baum, ne? Von. Nimm doch mal das Hand raus im Mund. Hier von Biomes O'Plenty. Stimmt. Ein Alpha-Baum. Das Ding ist auch so schön grün. Also der Baum kommt tatsächlich aus der Alpha von Minecraft, gell? Hast du gesagt? Jo. Den Setzling hat mir nämlich der Dosh gegeben. Auch cool. Coole Sache. Ich bin gerade zu inkompetent dafür. Für was? Für das Bücher verdoppeln. Ja. Und er hat auch hier schön was
Nettes gebaut, also ich finde es wirklich sehr nice. Es gibt gar keinen mehr. Ja, und das mit. Ja, genau, so habe ich das gemeint. Da muss halt bloß noch Glas rein, gell? Ja. Ja, ja. So. Wo hätten Scan ihren Teleporter? Minx Teleporter. Ja, komm, dann. Der braucht Strom, ne? Ja. Dann setze ich das Bett woanders hin. Alter, sieht das fett aus. Die Rüstung? Ja, die sieht richtig geil aus. Ja. Und tschüss, Portal. Wie groß muss das sein? Reicht, wenn hier und hier oben liegt. Und hier eben noch. Oh, das ist Wasser. Ja. Doof. Was? Nee, das ist kein ich Ding. Kurz zu dir rüber. Zu wem kommst du rüber? Zu dir. Alles klar. Ich müsste hier noch irgendwo Conduits haben. Ja, richtig. Hier waren sie doch. Nein. So. Ja, ich hätte hier auch noch Energy Flux Ducts gehabt. Ah, ne, ich hab schon. Passt schon. Okay. So, was heißt so. Das? Oh. Hat den Maxi okay, noch kann man den dahin machen? Ne, den nicht. Den. So, und dann kannst du hier noch ein Kabel hin machen. Ja. Gut. Dann ups. Weg. So. Ein Dialing-Device. Genau. So, jetzt gebe ich hier bei dir in dem Metal Receiver einmal Dosh LP ein. So, muss man nichts mit Ender bestätigen oder sowas. Und hier nochmal Dosh LP. So, jetzt könnten wir da in den Dialing-Device gehen und sagen, okay. Hier, das obere ist Destination, also wo du bist, weil der ist damit verbunden, mehr oder weniger. Und unten kannst du jetzt sagen, ja, ich möchte jetzt von dem, zu, also oben einmal anwählen, Dosh LP, unten Street Digger, Dial, okay, oh, Teleport, geil. Wow. Das geht instant. Das geht instant. Achievement, the world moved. Und dann gibt es eben noch Dial Once. Heißt, dass dann eben Dialing direkt nach der Verbindung oder nachdem man teleportiert wurde, wieder fertig, wieder beendet wird. Richtig cool, der Mod. Das klingt schon geil. Richtig geil. Und da gibt es eben noch so einen Charge Porter. This RF Charged Item allows you to teleport to a previously set Metal Receiver. Also das heißt, man kann sich dann immer nach Hause portieren. Teleportieren. Und ja. Gut. Dial once. Ich gehe wieder zurück. Wusch. Natürlich verbraucht das Ding auch Energie, ne? Ist klar. Und wenn keine Energie da ist und du dich irgendwo hin teleportierst, bist du am Arsch. Wo eben der Receiver der ist, dann bist du am Arsch, genau. Da gibt es aber noch den sogenannten Meta-Booster. Ich wollte schon gesagt haben, da gibt es auch was von Ratio Farm. Ja, genau. Das ist ein Destination Analyzer mit Redstone-Blöcken. Und der gibt dann, wenn man sich irgendwo hin teleportiert, wo eben keine Energie ist, gibt einen kleinen Buff, einen kleinen Energie-Buff, damit man eben nicht sofort stirbt. Alles klar. Dann gibt es noch den Destination Analyzer, der nochmal guckt, ist die Verbindung stabil? Kann ich mich hinporten oder nicht? Also der guckt dann einfach, ob auf der Gegenseite dann noch genug Energie da ist. Ja, so viel mal dazu. Den packe ich jetzt weg. Jetzt mal gucken. Interrupt. Gut, interrupted. Sora, für dich habe ich das Zeug auch noch da. Ja. Das packe ich jetzt aber erstmal bei mir rein, weil, ja gut. Kannst du dann mal gucken, ne? So, liebe Zuschauer, bitte schaut euch das Ganze an. Warte mal, ich kann das ja bei dir in die Energies reinpacken, so ist es ja nicht, ne? Nein, ich kann vergessen. Ah ja, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Was wolltest du denn? Also ich wollte was vorbereiten über diese Autocrofters. Habe ich da irgendwie einen Fehler gemacht? Hm, brauchst Hilfe. Ja, also ich glaube, ich schätze mal, dass man da Upgrades braucht. So, Klaus, ganz kurz, wie sieht das aus? Wollen wir dann gleich in die Runic Dungeons gehen? Ja, die Folge hat jetzt noch 5 Minuten. Ich guck mal, was der Dora-Timer ist für. Warte mal. Weil dann würde ich das Portal größtenteils erstmal vorbereiten. Ja, okay. Oh, das war sehr gut.
mir teleportiert. Hast du gut gemacht. Ja, so, jetzt bin ich beim Dosch. Hallo. Hallo. Weil dann ist nämlich der Weg zum Sora kürzer. Findest du? Ich glaube, das ist der gleiche Weg. Denke ich richtig. Ja, gut. So, was hast du denn für Probleme? Also wenn du jetzt rechts zu der zum Lager schaust, das sind ja die Storage Drawers. Und da wollte ich eigentlich was vorbereiten, weil man da ja zum Werk auf den Flächen hat. Ja. Nur braucht man ja diese Auto. Achso, ja, genau, Upgrades. Ja. Ja, von Steve's Workshop meinst du, gell? Genau. Ja, da brauchst du erst einmal für jedes eine Workbench. Also eine stinknormale Workbench. Ja. Und dann brauchst du noch ein sogenanntes. Warte mal, das ist auch in dem Mod Steve's Workshop. Brauchst du erstmal so Blank Upgrades. Die werden einfach gecraftet mit zwei Steinen. Also davon habe ich noch 13 Stück gerade. Ja, okay. Zwei Steine, zwei Holz. Aber es muss dann Smooth Stone sein. Und für extra Storage machst du dann einfach ein Blank Upgrade mit einer Kiste drüber und dann fertig. Ah, okay. Genau. Gut, ich bin damit fertig, ne? Mit deiner Rüstung. Oder was? Die Rüstung ist fertig und ich habe auch da soweit alles fertig für die Runic Dungeons. Okay. Und zwar muss ich nur noch diesen Magical Staff vorbereiten. Ah, cool. Ja, sehr nice. Warte mal, ich geb's dir wieder. Hm. Weißt du, was das Geile an dieser Rüstung ist? Ich bin verdammt schnell damit. Und Alter. Das Geniale ist, nimm dir mal die Hose. Und jetzt musst du mal schauen. Diamond Legs with Draconium, okay? Alter! Ja. Gott! Wow, das ist schnell. Ey, das wäre mir zu schnell. Kannst du die auch langsamer machen? Ja, darauf wollte ich gerade zukommen. Drück mal auf deinen Numpad neben der 0 das Komma, das Dezimal. Da müsste sich ein neues Fenster öffnen. Nee. Nicht? Dann musst du mal kurz bei den Optionen schauen, beim Kontrollzug. Ja, mach ich mal ein anderes Mal. Ja. So, hier deine Hose wieder. Endlich bin ich langsam. Na, geil ist, ich kann quasi jetzt auch meine Jetpack einfach benutzen, um die wieder komplett aufzuladen. Okay. So, aber ich möchte jetzt gerade noch den Zuschauern zum Schluss der Folge noch zeigen, was ich da jetzt bei mir zu Hause gebaut habe. Mach das. Ja, deswegen fliege ich erstmal zu dir und teleportiere mich dann nach Hause. Ja, ist ja schon gut, ich weiß. Also Klaus, selbst so bin ich noch schneller als du. Das ist langsam ein bisschen traurig, ne? Oh, sei doch ruhig. Ich könnte mal ganz kurz hier bei mir nochmal kurz das Haus jetzt zeigen, was ich hier gebaut habe. Na, Deutschland plays Street Digger Dial Once. Wusch. So, und zwar habe ich hier unten, hatte ich schon anfangs ausgehoben. Hier so ein Quadrat, da wollte ich eigentlich ursprünglich mal ein Lager hinmachen. Aber das hat nicht so sollen sein. Sollen sein tun. Sollen sein tun. Genau. So, hier habe ich einen Gang gebaut zur, wenn wir jetzt hier auf die Karte gucken, der geht zum Reaktor. So, hier geht der Gang entlang zu den Farmen. Ja, also hier erstmal zum Turm. Der Sora schleicht schon wieder bei mir im Lager rum. Ja. Dann geht hier noch so ein Gang entlang. Damit ich eben auch hier die Plattform und hier hinten die Farmen anschließen kann. Und hier ist, glaube ich, auch noch was. Ja. Die Gänge haben einfach nur das Bewandtnis, dass ich hier überall Anker, World Anker setzen möchte. Die stinknormalen Anker von Railcraft. Ich weiß noch genau, ob das jetzt Personal oder World Anker werden. Ich gehe mal von außen, es werden World Anker. So, und weil ich die nicht der Oberwelt setzen möchte und die natürlich auch irgendwie mit Enderperlen versorgen möchte, habe ich mir hier eben so ein Gangsystem gebaut. Und ja, da kann ich dann auch gleichzeitig hier noch Strom verlegen. Das sieht da witzig aus. Sieht echt witzig aus. Bist du überhaupt verbunden? Klaus? Ja? Du hattest mir da mal einen Silverfish-Spawner reingelegt in die Ender-Chest. Wirklich, ja? Wieso ist da jetzt ein Broken Spawner und ein Stack Broken Spawner?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich glaube, den lösche ich mal lieber. So, kannst gern machen. So, Vollgas hinter sich. Schade. Ja. Oh, wo habe ich denn Konkret her? Vielleicht bei mir. Hier? Kann sein. Okay, ich leg's sogar mal in die Chest. Ja, ja. Kannst eigentlich behalten. Nee. Soll ich denn doch. Bauen? Da. Broken Spawner Silverfish, genau. Ja, und den Stack habe ich gerade schon gelöscht. Ja, okay. Gut, ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt euch wohl, haut rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Danke und Wiederschauen.